Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. In der Einladung zu der heutigen Veranstaltung wird ja ausgeführt, dass der Liberalismus als parteipolitisches Angebot in den letzten Jahren an Attraktivität verloren hat und dass an der Existenzberechtigung einer liberalen Partei gezweifelt wird. Herr Petersen hat jetzt mal einige der Gründe aufgeführt, die zu dieser Einschätzung geführt haben. Er hat auch ausgeführt, und das können Sie übrigens, der Vortrag ist auf unserer Internetseite abgebildet, dort auch nachlesen, dass liberale Grundwerte in den Meinungsumfragen demgegenüber relativ hoch im Kurs stehen. Und dass wir uns das, was Liberalismus als politische Philosophie bezeichnet, um darum eigentlich keine Sorgen machen müssen. Er hat ausgeführt, dass unser heutiges Staatswesen in weiten Teilen Resultat eines aufgeklärten liberalen Rechts- und Sozialstaatsverständnisses ist und dass der Liberalismus zumindest in den Umfragewerten, er hat das an verschiedenen Indikatoren, zum Beispiel an dem Indikator Freiheit, festgemacht, recht hoch im Kurs steht. Das heißt, er hat in seinem Vortrag vor exakt 14 Tagen hier eigentlich, einerseits Mut gemacht bei den Grundwerten, bei dem, was er in sehr langfristigen Forschungen ausgewertet hat, das Institut für Allensbach, und hat auf der anderen Seite eben auch deutlich gemacht, dass man unterscheiden muss zwischen dem politischen Liberalismus als organisierte Kraft und zu dem, wie die Bürger sich und die Bürgerinnen sich zu dem Thema Grundwerte bekennen. Das war unser, wie Sie es eben gesagt haben, Herr Professor Brackmann, eigentlich die Grundlage, eine Einschätzung eines Dritten. Und wir wollen heute dann mit dem Vortrag anknüpfen an einen Vortrag oder einen Gastbeitrag, den Herr Professor Rötter da simplenämlich aufmerksam geworden in der FAZ vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Professor Rötter, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie wieder einmal zur Kalamann-Flach-Stiftung gekommen sind. Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er studierte Geschichte und Germanistik in Bonn und Tübingen und 1995 die Promotion mit einer Dissertation über Stresemanns Erben in Bonn promoviert. 1994 der Wechsel dann an die Universität Stuttgart. Dort habilitiert 2001 mit einer Studie über die politische Kultur der englischen Konservativen zwischen ländlicher Tradition und industrieller Moderne, begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum 1846 bis 1868. Seit dem Sommersemester 2005 ist Herr Professor Rötter dann ordentlicher Professor für Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt internationale Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Themas insbesondere mit Wertewandlungsprozessen im 20. Jahrhundert sowie der jüngsten Zeitgeschichte. Das soll alles münden in einem Buch, das im nächsten Jahr dann erscheinen soll. Die Reihe hat ja auch, hoffe ich zumindest, dass das diejenigen, die dann diese Reihe gehört haben, einen inneren logischen Faden. Wir sind ja darauf gekommen, dass wir Sie bitten, in dieser Reihe einen Beitrag zu übernehmen und auch ganz bewusst an der Zweitstelle übernehmen. Sie haben in der FAZ vom 7. Juli 2014 einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Ich werde da jetzt nicht daraus zitieren, weil ich vermute, wir werden einiges jetzt darüber hören. Ich darf Ihnen danken, dass Sie gekommen sind und würde Ihnen dann auch hier das Podium überlassen. Lieber Herr Hirschler, besten Dank für die freundliche Einführung der Kalamann-Flach-Stiftung. Vielen Dank für die Einladung. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind, um mit mir zusammen nachzudenken über ein Thema, das ich vom Neoliberalismus zur Kultur der Inklusion überschrieben habe und über den ich Sie gleich vorwarnen muss. Ich werde es Ihnen, glaube ich, nicht zu einfach machen heute Abend. Ich habe weder irgendwelche Meinungsumfragen, irgendwelche Balkendiagramme und solche Dinge, die man gerne und gut ansehen kann. Ich hatte erst überlegt, ob ich vielleicht ganz ohne Bilder und Folien spreche, habe ich das ein bisschen deutlich vielleicht doch mitbringen, das sehen Sie dann gleich hinter mir. Das
Thema heute Abend beschäftigt sich mit politisch-kulturellen Rahmenbedingungen und Wellenbewegungen seit den 60er Jahren bis an die Gegenwart heran. Ich kann Ihnen zum Teil nicht ersparen, dass das vielleicht auf Anhieb ein bisschen trocken aussehen mag, aber es sind die Rahmenbedingungen für Politik, sind die Rahmenbedingungen für den Liberalismus, und insofern hoffe ich hinterher, wenn Sie sozusagen mit mir durch schweres Gelände gepflügt sind, dass Sie sagen, naja, es ist aber dann doch irgendwie einschlägig und nicht ganz ohne Bedeutung, was wir miteinander besprochen haben. Aber ich sage nochmal, der Zugang zum Thema, den Sie heute Abend von mir erleben werden, ist ein ganz anderer als der, den Sie von Herrn Petersen vor zwei Wochen hier erlebt haben. Meine Damen und Herren, genau heute vor 41 Jahren, am 25. November 1973, begann die Gegenwart. Wissen Sie, was heute vor 41 Jahren war? 25. November 1973? Gib mir einen kleinen Tipp. Es war ein Sonntag. Ölkrise wahrscheinlich. Der erste autofreie Sonntag. Wenn ich jetzt sage, da begann die Gegenwart, dann werden Sie sagen, was soll denn das? Jeder, der heute Abend über das Frankfurter Nordwestkreuz gefahren ist, wird sich an solche Bilder in der Tat nur noch aus der Erinnerung an den Sonntag erinnern. Es ist ja nicht so, dass die Straßen seitdem leer wären, nein. Aber die Gegenwart begann mit dem ersten Ölpreisschock und dem Jahr 1973. Insofern, das meine ich damit, dass im Jahr 1973 der lange Nachkriegsboom zu Ende ging, der über 20 Jahre hinweg hohe Wachstumsraten beschert hatte und eine einzigartige lange Strecke einer über mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Hochkonjunktur in Deutschland beschert hatte und zugleich mit dem, was wir in Deutschland kennen als das Wirtschaftswunder bezeichnen, den Übergang zur Konsumgesellschaft und in die moderne Gesellschaft geleistet hatte. Was passiert also nun 1973 nach der Ölkrise, die wie gesagt symbolisch für dieses Ende des Nachkriegsbooms steht? An die Stelle von hohen Wachstumsraten tritt das, was man zeitgenössisch Stagflation nannte und was alle Ökonomen überrascht hat, nämlich nicht nur ein zurückgehendes Wachstum, sondern im selben Moment auch steigende Inflation. Aber Stagnation und Inflation, das passte nach keynesianischer Wirtschaftstheorie eigentlich überhaupt nicht zusammen. Entweder war man der Meinung gewesen, hatte man Arbeitslosigkeit oder Inflation. Aber eine stagnierende Wirtschaft und Inflation und steigende Arbeitslosigkeit, wie gesagt, das passte nach keynesianischer Auffassung überhaupt nicht zusammen. Und obendrein stieg mit der Arbeitslosigkeit dann seit den 70er Jahren und seitdem dauerhaft und exorbitant, stiegen die Staatsschulden an. Das, meine Damen und Herren, war mehr als nur eine rein konjunkturelle Botschaft. Mit dem Jahr 1973 ging der gesamte Zukunftsglaube zu Ende, der zumal die 60er und die frühen 70er Jahre getragen hatte, als sich ein Fortschrittsoptimismus aufgebaut hat, wie in dieser Form höchstens im späten 19. Jahrhundert geherrscht hat. Was die 60er Jahre prägte, war, was ein amerikanischer Historiker die Ideologie der Modernisierung genannt hat. Modernisierung als Ideologie. Eine Vorstellung, dass man eine weit ausgreifende Politik der Reformplanung betreiben könnte. Horst Ehmke im Kanzleramt unter Willy Brandt trat mit einem solchen Projekt einer weit ausgreifenden, langfristig denkenden, auf zwei Jahrzehnte planenden, voraussehenden Reformplanung an. Wenn ich diesen Strauß etwas assoziativ auffächern darf, gehört in diesem Zusammenhang auch das Autobahnbauprogramm und die Idee der autogerechten Innenstadt. In meiner Heimatstadt Wissen an der Sieg hat man in dieser Zeit eine neue Volksbank gebaut mit einem Autoschalter, wo die Vorstellung war, man fährt wie beim McDrive oder McDonald's Drive-In oder wie das heißt, am Autoschalter fährt man vor und verrichtet aus dem laufenden Kraftfahrzeug seine Bankgeschäfte. Das war die Idee der autogerechten Innenstadt. Heute stehen da Blumen in diesem Schalter und ich glaube nicht, dass da eine einzige Transaktion getätigt worden ist. Aber diese Idee der autogerechten Innenstadt und des flächendeckenden Ausbaus der Autobahn ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Gummersbach zu finden, nämlich das Institut für politische Kybernetik. Die Idee also mit Mitteln der Kybernetik Politikplanung zu gestalten.
noch einschlägiger politisch wirkmächtiger ist die sogenannte Globalsteuerung, die Vorstellung, mit politischen Mitteln die Wirtschaft steuern zu können. Und die Grundlage dessen, ich hatte das ja vorhin schon genannt, die politisch-ökonomische Grundlage dessen, der Keynesianismus mit seiner Vorstellung, wie gesagt, einer steuernd korrigierenden staatlichen Wirtschaftspolitik. Alles das zusammen, diese Modernisierungsideologie der 60er Jahre, getragen von den permanenten Wachstumsraten, mit Ausnahme vielleicht der kleinen konjunkturellen Delle von 1966, 67, die aber zunächst einmal keine nachhaltige war. Also alles dieses getragen von diesem Gefühl des dauerhaften Fortschritts besorgte das, was Rainer Hank so schön die Geborgenheit im gesicherten Fortschritt genannt hat. Und diese Geborgenheit im gesicherten Fortschritt erlebt 1963 ihre nachhaltige Erschütterung. Wie gesagt, die Ölkrise ist das eine, der Zusammenbruch des Weltwährungssystems ist das andere und dieser Übergang, ich habe es ja schon gesagt, von den hohen Wachstumsraten zur Stagflation. Alles das zusammen markiert, was schon 1974 als Titel einer Konferenz in der Münchner Akademie der schönen Künste verwendet worden ist, nämlich eine Tendenzwende. Eine Tendenzwende im politischen Denken der Bundesrepublik, und es sind vor allen Dingen zwei Neuorientierungen, die von dieser Tendenzwende ausgegangen sind, zwei Richtungen, es sind genau diese beiden Richtungen, die ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte, weil, wie ich meine, sie die politische Kultur unserer Gegenwart prägen. Die eine Richtung ist die, die über einen Wandel der politischen Ökonomie in den 70er Jahren dann zu den Marktreformen der 80er geführt hat und zu dem, was man, und ich benutze den Begriff eigentlich ungern, aber wir haben keinen besseren dafür, was man dann, und heute sehr skeptisch, als Neoliberalismus bezeichnet. Also Marktreformen und Neoliberalismus, das ist die eine Richtung, die von diesem Jahr 1973 ausgeht. Und eine andere ist die, die auf philosophischer Ebene als Postmoderne zu bezeichnen ist und in dem mündet, was ich als Kultur der Inklusion Ihnen heute nahebringen möchte. Das ist der zweite Schritt, den ich Ihnen vorstellen möchte, um dann in einem kurzen Ausblick drittens schließlich auf die Bedeutung für den Liberalismus im Jahr 2014 oder 2015 zu sprechen zu kommen. Lassen Sie mich also mit der ersten Entwicklung beginnen, die von dem Jahr 1973 seinen Ausgang nimmt, Marktreformen und Neoliberalismus. Noch einmal, das Scheitern des Keynesianismus in der Krise von 1973 markiert einen Wandel der politischen Ökonomie. Ein Wandel von Nachfrageorientierung hin zu Angebotsorientierung und dem, was man verknappt, mehr Markt, weniger Staat genannt hat. Milton Friedman hat als die drei Bekenntnisse der Chicago School benannt, erstens der Glaube an die Effizienz freier Märkte, zweitens die Skepsis gegenüber Staatinterventionen und drittens das Vertrauen auf die Geldmengentheorie. In den 80er Jahren schlägt sich das nieder in unterschiedlicher Form in den USA, in Großbritannien, in Deutschland und in Frankreich, wie gesagt in sehr unterschiedlichem Maße, aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen differenzieren, in einer Politik zum einen der Haushaltskonsolidierung und des Vertrauens auf eine stabile Währung. Haushaltskonsolidierung ist das eine und das andere ist eine Politik der Deregulierung und der Privatisierung. Alles dies fügt sich in den späten 80er Jahren innerhalb der westlichen Welt zu einem marktpolitischen oder marktökonomischen Konsens zusammen, wie er auch im sogenannten Washington-Konsensus sich niederschlägt. Aber dieser marktliberale ökonomische Konsens der späten 80er ist es, der übrigens dann auch ursprünglich der Einführung des Euro zugrunde gelegen hat. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das heißt aber, die Marktreformen der 80er Jahre führen zu einer ökonomischen Belebung, und zwar weltweit. Einer ökonomischen Belebung, die dann noch befeuert wird durch neue Dynamik, die von der Digitalisierung und der Globalisierung kommt, die in den 80er Jahren ja zunehmend Schwung gewinnen und Fahrt aufnimmt. Im selben Moment dringt mit dieser ökonomischen Belebung die amerikanische ökonomische Kultur des Shareholder Value vor, der bald dann das Modell Deutschland mit seinen korporatistischen Traditionen unter Druck bringt. Also eine Orientierung an den Kapitalmärkten, in dem die Märkte im Zentrum des Denkens stehen und
das ist eine Vorstellung, Sie werden gleich merken, wie sich das auf politisch-kultureller Ebene ja auch niederschlägt, der Vorstellung, dass Märkte die Orte schneller Reaktionen und rationaler Entscheidungen sind. Und genau dieses Denken in den Kategorien des Marktes als Ort der schnellen Reaktion und der rationalen Entscheidung, genau das erlebt dann einen Spillover-Effekt auf Gesellschaft und Kultur. Zunehmende Bereiche der Gesellschaft sind seit den 90er Jahren dann von diesem Marktdenken erfasst worden. Wenn ich Ihnen zwei Beispiele aus dem Bereich der Kultur, nämlich der Universitäten und der Schulen benennen darf, dann ist die Idee der unternehmerischen Universität genau ein Produkt dieses zunehmend auf andere Gesellschaftsbereiche übergreifenden ökonomischen oder marktorientierten Denkens. Die unternehmerische Universität ist das eine, ein Begriff wie Bildungsökonomie, mit dem Sie jemanden wie Humboldt nicht hätten kommen müssen, ist ein anderer. Und Sie finden das ja in den vielen verschiedenen Bereichen der Messung von Wohlstand durch Wohlstandsindizes bis hin zu Glücksaudits und einer zunehmenden Vermessung aller möglicher Lebensbereiche durch Zahlen, Statistiken, Ratings und Rankings. Führend darin, die Welt in Zahlen zu vermessen und nach Modellen zu gestalten, Modell einer neuen Form von Modernisierungsideologie, also einer neoliberalen Modernisierungsideologie, führend darin, die Welt nach diesem Modell zu vermessen, war oder ist in Deutschland jedenfalls die Bertelsmann Stiftung. Da zieht sich vieles von diesem Denken zusammen. Also das ist das, was ich meine. Ratings, Rankings, Evaluationen, Akkreditierungen, Zahlen und Statistiken, Indizes, Bildungsökonomie und unternehmerische Universität, was ich mit neoliberaler Modernisierungsideologie meine, wie es die Universitätsreform insbesondere im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts geprägt hat. Zugleich haben sich in den 90er Jahren die marktorientierten Reformen der 80er Jahre verselbstständigt. Und ich würde, um diesen kleinen Exkurs zu machen, der eigentlich mit unserem Thema gar nichts zu tun hat, aber weil ich gerade davon spreche, würde in einer Zeit, wo man heute immer von dem Neoliberalismus spricht, sehr deutlich, sehr bewusst unterscheiden zwischen den marktorientierten Reformen der 80er Jahre und einer Verselbstständigung insbesondere der Finanzmärkte durch mangelnde Nachsteuerung in den 90er Jahren, als sich die Finanzmärkte dann zunehmend begannen von der Realwirtschaft abzulösen und durch die neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich brachte, dazu führte, dass gewaltige Transaktionsvolumina umgeschlagen wurden und dies in einer nie gekannten Geschwindigkeit. Das Problem daraus aber war, dass all dieses zusammen sich zu unbeherrschbaren Mechanismen verdichtete. Und auf einmal, und das haben wir 2008 spätestens überlegt, waren die Märkte dann eben nicht mehr nur die Orte schneller Reaktionen und rationaler Entscheidungen, das heißt nicht der Ort, in dem die Rational Choice des Homo Economicus die Spielregeln bestimmte, sondern ebenso Moral Hazard oder auch die Panik der Herde. Damit sind wir, meine Damen und Herren, beim Crash von 2008. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass der Crash von 2008 sehr viel mehr war als nur eine Krise der Finanzmärkte und im Gefolge eine Krise der Realwirtschaft, sondern dass die Krise von 2008 im Grunde eine ähnliche Bedeutung hat, eine ähnliche Auswirkung gehabt hat wie die Krise von 1973, dass sie so etwas wie die zweite Tendenzwende in der Geschichte der politischen Kultur der Bundesrepublik und nicht nur der Bundesrepublik darstellte. Bezogen auf die Frage des Liberalismus, die Frage, was bedeutet das? Es heißt, dass das, was ich etwas zugespitzt die neoliberale Modernisierungsideologie nennen würde, in ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert worden ist. Wenn Sie so ein Beispiel, wenn Sie heute bildungspolitische Debatten ansehen, werden die heute deutlich anders geführt als vor 10 Jahren. Modelle, Rankings und Ratings und all diese Dinge spielen argumentativ bei weitem nicht mehr die Rolle, die sie vor 10 Jahren gespielt haben. Also diese neoliberale Modernisierungsideologie ist in ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert worden, aber ebenso auch in erheblichem Maße Vertrauen in die Märkte. Ich komme darauf nachher noch einmal zurück. Aber für den Moment würde ich ganz gerne sagen, also das Jahr 2008 markiert eine zweite Tendenzwende. Aber wenn die Frage ist Wende, dann ist die Frage wohin?
Und wir haben ja damals unter Beteiligung von Herrn Müller, bei der FAZ eine ganze Reihe aufgesetzt, deren erste Konferenz 2009 die Frage stellte, eine neue Tendenzwende. Suchbewegungen hat Herr Nonnenmacher das immer sehr höflich genannt. Man kann auch sagen, wir haben eine ganze Zeit im Nebel gestochert. Aber ich würde Ihnen gerne heute Abend eine These vortragen, die ich nicht zuletzt übrigens durch diese Konferenzen gewonnen habe und die ich in diesem Artikel ja schon angesprochen habe. Meine Überzeugung oder meine These, die ich Ihnen vortragen möchte, ist, dass nach dieser Krise von 2008 ein anderer Grundstrom der politischen Kultur sichtbar geworden ist, der auch von 1973 ausgeht, der sich in den 80er und 90er Jahren formiert hat, aber nach diesem Crash des Jahres 2008 als dominantes Paradigma, als neue, jetzt können wir so sagen, als neue Leitkultur sich etabliert hat. Und das ist das, was ich die Kultur der Inklusion nenne. Um dort hinzukommen, meine Damen und Herren, müssen wir jetzt aber einen Schritt zurückgehen in die 80er Jahre. Und ich komme nicht umhin, Sie zunächst mit dem Begriff Postmoderne zu traktieren. Nun werden Sie wahrscheinlich zu Recht sagen, das ist ein sehr sperriger, das ist ein sehr widersprüchlicher, ein sehr schillernder Begriff. Unter diesem Begriff verstehen alle, die etwas darüber sagen würden, wahrscheinlich noch mehr, als sie in der Summe meinen könnten. Also wie gesagt, ein sehr widersprüchlicher und schillernder Begriff. Aber ich glaube, dass sich damit doch eine ganz fundamentale Entwicklung verbindet. Und ich würde gerne bei einem, wie ich glaube, sehr wichtigen Buch ansetzen, nämlich Jean-François Lyotard's Bericht über das Wissen in den höchst entwickelten Gesellschaften, das er für den Universitätsrat von Quebec im Jahr 1979 verfasst hat und das dann im Deutschen unter dem Begriff das postmoderne Wissen publiziert worden ist. Ich erspare Ihnen jetzt alle möglichen philosophiegeschichtlichen Hintergründe, sondern will darauf zu sprechen kommen, warum ich meine, dass das etwas zu tun hat mit der politisch-kulturellen Entwicklung und warum das von Bedeutung ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob wer von Ihnen von Lyotard das postmoderne Wissen gelesen hat. Das ist schon, soll ich sagen, eine Anforderung, ein Anspruch, sich da durchzuwühlen. Und wenn man es gelesen hat, ist man nicht wirklich sicher, ob man ganz kohärent verstanden hat, was das postmoderne Wissen eigentlich ist. Aber genau das ist vielleicht auch Gegenstand des postmodernen Wissens. Aber es sind so zwei, drei wesentliche Elemente, die doch von, wie ich meine, zentraler Bedeutung sind. Der zentrale Satz, der immer wieder zitiert wird aus Lyotards postmodernem Wissen, ist, dass die großen Erzählungen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Die Erzählung vom Fortschritt, die aufklärerische Erzählung vom Fortschritt oder aber auch die idealistische Erzählung von der spekulativen Entfaltung des Geistes. Darauf will ich gar nicht im Einzelnen zurückkommen, aber was meint er damit? Lyotard sagt, die großen Erzählungen, die großen Ordnungsvorstellungen, die großen Ordnungsentwürfe der Moderne haben ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und an einer anderen Stelle sagt er, dass Zersplitterung, Eklatement an die Stelle von Ganzheit und von Verbindlichkeit tritt. Das wird es gut später. Also, die großen Erzählungen haben ihre Glaubwürdigkeit verloren, die Ordnungsvorstellungen der Moderne und Zersplitterung statt Ganzheit und Verbindlichkeit. Wenn Sie das für einen Moment im Hinterkopf behalten wollen, dann würde ich Ihnen vor dem Hintergrund gerne zwei Konsequenzen daraus vorstellen und Sie werden nachher sehen, wie ich versuchen werde, das mit der Entwicklung des Liberalismus in Verbindung zu bringen. Die eine Konsequenz daraus, meine Damen und Herren, würde ich beschreiben als Pluralisierung und die andere als Dekonstruktion. Pluralisierung, meine Damen und Herren, die Auflösung von vorgegebenen Einheiten in vielfältigere Formen, das ist eine Basistendenz der Moderne, die spätestens im 19. Jahrhundert einsetzt, die sich aber durch die Postmoderne in den letzten, sagen wir, 30 Jahren noch einmal erheblich verstärkt hat. Ich erspare mir jetzt, Ihnen große Definitionen von Pluralisierung vorzutragen, sondern zitiere einfach eines meiner Lieblingszitate von Hans Magnus Enzensberger, mit dem ich Ihnen versuche nahezubringen, was mit Pluralisierung gemeint ist. Das Zitat dauert einen Moment, aber Sie werden hoffentlich sehen, dass es ein Zitat. Also ich zitiere Hans Magnus Enzensberger. Niederbayerische Marktflecken, Dörfer in der Eifel, Kleinstädte in Holstein bevölkern sich mit Figuren, von denen noch vor 30 Jahren niemand sich träumen ließ. Also, golfspielende Metzger,
aus Thailand importierte Ehefrauen, V-Männer mit Schrebergärten, türkische Mullahs, Apothekerinnen in Nicaragua-Komitees, Mercedes-fahrende Landstreicher, Autonome mit Biogärten, waffensammelnde Finanzbeamte, taubenzüchtende Kleinbauern, militante Lesbierinnen, tamilische Eisverkäufer, Altphilologen mit Warentermingeschäft, Söldner auf Heimaturlaub, extremistische Tierschützer, Kokaindealer mit Bräunungsstudios und Dominas mit Kunden aus dem höheren Management, Schreiner, die goldene Türen nach Saudi-Arabien liefern, Kunstfälscher, Karl-May-Forscher, Bodyguards, Jazz-Experten, Sterbehelfer und Pornoproduzenten. Ob Hans-Magnus Enzensberger dann wirklich die soziale Realität des Dorfes in der Eifel in den 80er Jahren ganz adäquat abbildet, lasse ich einmal außen vor. Aber was damit gemeint ist, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, klar, eine Tendenz der Pluralisierung der Gesellschaft und einer zunehmenden Akzeptanz und Offenheit für Diversität. Darauf komme ich gleich zurück. Also Pluralisierung ist das eine. Aber es gibt dann eben eine andere Tendenz, Stichwort, die großen Erzählungen haben ihre Glaubwürdigkeit verloren, Zersplitterung statt Ganzheit und Verbindlichkeit. Und das hängt zusammen mit einem anderen bedeutenden Philosophen des späten 20. Jahrhunderts in Frankreich, nämlich Michel Foucault und seinem Anspruch grundsätzlich anders zu denken. Anspruch, grundsätzlich anders zu denken, ich glaube, das macht auch die Bedeutung von Foucault als Philosoph aus. Er ist eben nicht nur kritisch, sondern jemand, der völlig anders gedacht hat. Die Vorstellung, wenn ich es ein bisschen vereinfacht sage, die dekonstruktivistische Vorstellung von Foucault ist die, dass Ordnungsvorstellungen, Vorstellungen von gesellschaftlicher, kultureller, sozialer Ordnung, dass die nicht irgendwoher vorgegeben sind, sondern dass sie konstruiert, dass sie hergestellt sind und dass sie zugleich das Produkt von Herrschaftsinteressen bzw. von herrschenden Interessen sind. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, das sich dann in einer Art Trickle-Down-Effekt sozusagen aus den philosophischen Seminaren in die ganz konkrete tägliche Politik verbreitet hat. Ich will das deutlich machen anhand der Kategorie des Geschlechts, bei dem Sie alle wahrscheinlich die Unterscheidung kennen werden von Sex als dem biologischen Geschlecht und Gender als dem kulturellen, dem erlernten Geschlecht, das also als ein kulturell nachgeordnetes Phänomen gegenüber dem biologischen Geschlecht ist. Das ist sozusagen fast, wie soll ich sagen, die konservative feministische Auslegung, bei der jemand wie Judith Butler dann sehr viel weitergegangen ist, mit weitreichenden Folgen. Judith Butler, Stichwort große Erzählungen haben ihre Glaubwürdigkeit verloren, Zersplitterung statt Ganzheit, Vorstellungen sind konstruiert, damit sind wir bei Judith Butler, die sagt also, körperliche Gestalt ist nicht qua Natur vorgegeben, sondern ist das Resultat von Zuschreibung. Das heißt, ein Junge wird weniger durch seine biologische Gestalt oder seine physiologische Gestalt zum Jungen, sondern dadurch, dass man ihm ständig sagt und permanent reproduziert, er sei ein Junge. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, die ja gerade in den letzten Wochen sehr öffentlich diskutiert worden sind. Das heißt, die Konsequenz daraus ist, dass zum Beispiel Zweigeschlechtlichkeit, und damit meine ich so eine Ordnungsvorstellung der Moderne, die Ordnungsvorstellung, nicht nur der Moderne, die Vorstellung, dass die Menschheit aus zwei Geschlechtern, Männern und Frauen besteht. Die These hier ist, dass Zweigeschlechtlichkeit letztendlich etwas durch Zuschreibung Konstruiertes ist und, wenn Sie es mit Foucault sagen, Produkt von Herrschaftsinteressen, das heißt von dominant eindeutigen Männern und Frauen, die all die anderen, die dieser Zuschreibung sich entziehen, diese Kategorie der Zweigeschlechtlichkeit auferlegen. So, das, meine Damen und Herren, ist die Grundlage für die sogenannte Queer Theory, die Vorstellung, dass es eben nicht nur Männer und Frauen, sondern da kommt ja eine ganze große Anzahl von verschiedenen Formen der Geschlechtlichkeit, Transsexuelle, Intersexuelle und so weiter, ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen, darstellen. Diese Queer Theory, meine Damen und Herren, beschäftigt uns ja gerade in den öffentlichen Debatten sehr. Und wie gesagt, noch einmal, das ist etwas,
Sie vor 30 Jahren gesagt, wenn jetzt ich den Namen vergessen von dieser, ja, ist schon schwierig zu sagen, diesem Berliner Professor oder Professorin, der sich als nicht männlich, nicht weiblich, ich glaube, Lannen heißt mit Vornamen und Nachnamen vergessen, war ja in den letzten Wochen sehr in der Zeitung, wo diese Fragen, von denen sie vor 30 Jahren gesagt hätte, das interessiert doch ein bürgerliches Publikum in Bad Homburg nicht, aber heute diskutieren wir diese Fragen in der Tat in der Mitte unserer Gesellschaft. Und die Frage, ob es eine dritte Toilette für Menschen gibt, die nicht Männer und Frauen sind, ist eine Frage, die heute nicht nur irgendwie so ein höhnisches Lächeln hervorruft. Die These, die dahinter steckt, ist, dass Herrschaft, dass Ordnungsvorstellungen Produkte von Herrschaft sind, von Herrschaft, die durch Exklusion und Unterdrückung des anderen hergestellt wird. Durch Exklusion, durch Unterdrückung von Queers, wie ich es gerade genannt habe, von Frauen, von Kolonialvölkern und von Migranten. Das ist weitgehend der, sagen wir mal, gesellschaftlich-politische Hintergrund dieses ganzen theoretischen Zusammenhangs. Und das, meine Damen und Herren, ist der unmittelbare, da sind wir an der Grenze oder am Eintritt zu dem, was ich die Kultur der Inklusion nenne. Sie werden den Begriff der Inklusion wahrscheinlich aus einem anderen Zusammenhang in der gesellschaftlichen Debatte kennen, nämlich aus der pädagogischen Debatte um der Frage der Beschulung von Kindern mit Behinderung. Hatten wir ja auch in diesem Jahr in der öffentlichen Debatte, als es darum ging, ob der Junge mit Down-Syndrom in Waldorf auf ein Gymnasium gehen können soll oder nicht. Das heißt, wir führen die gesamte Inklusionsdebatte vor allen Dingen anhand der Beschulung von Kindern, insbesondere von Kindern mit Behinderungen. Aber der Gesamtzusammenhang dessen geht halt sehr viel weiter. Und ich werde Ihnen zu zeigen versuchen, wie das, was wir auf dem Feld diskutieren, einen sehr viel größeren gesellschaftlichen Zusammenhang hat. Der Kern, und damit bin ich wieder bei der Globalisierung, der dahinter steht, ist der, dass Inklusion bedeutet, Diversität, also gesellschaftliche Unterschiedlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht nur die Vorliebe für Sozialdemokraten, Liberale und Christdemokraten, das tut ja in der Bundesrepublik niemandem mehr weh. Aber mit Diversität meine ich nicht nur Heterosexuelle und Homosexuelle, sondern auch Queers und die Frage der dritten öffentlichen Toilette. Alles das sind ja Dinge, die für ein bürgerliches Publikum zunächst einmal alles andere als selbstverständlich sind. Das heißt aber, das Programm, das dahinter steht, ist das der Anerkennung von Unterschiedlichkeit, von Verschiedenheit, Anerkennung von Diversität. Und nicht nur die Anerkennung von Diversität, sondern es geht einen ganz entscheidenden Schritt weiter, die programmatische Gleichstellung. Die programmatische Gleichstellung derjenigen, die von klassischen Ordnungsvorstellungen abweicht. Wenn wir jetzt heute sagen, ja, bei Homosexuellen sind wir da jetzt gesellschaftlich an dem Punkt, wo man darüber nicht mehr redet. Ich darf Sie daran erinnern, als 1983 Günter Kiesling als Bundeswehrgeneral entlassen wurde, wurde er nicht entlassen, weil er homosexuell war, sondern weil das Problem nicht, dass die Vorwürfe falsch waren, nein, jetzt habe ich es falsch gesagt, war das Problem, dass die Vorwürfe falsch waren, das wollte ich damit sagen. Gesellschaftlich war es völlig Konsens, dass ein Homosexueller nicht General der Bundeswehr sein kann. Der Chef von Mozilla musste 2011 zurücktreten, weil er eine Petition gegen die Homo-Ehe in Kalifornien unterschrieben hatte. Jetzt liegen die Dinge ein bisschen auseinander. Aber was ich damit sagen will, die Vorstellung, dass ein Homosexueller nicht General der Bundeswehr sein könnte, ist heute nicht mehr öffentlicher Konsens. Was ich damit sagen will, wenn wir heute jetzt so locker sein sind, naja, mit Homosexuellen ist das ja alles jetzt ganz locker, dann ist das eine sehr junge Entwicklung, mit der die keineswegs selbstverständlich gewesen ist, sondern sich sehr fundamental gewandelt hat. Und wie gesagt, bei Queers ist die Irritation in der bürgerlichen Welt noch sehr viel größer. Aber es geht nochmal um die Anerkennung von Diversität und die programmatische Gleichstellung von denjenigen, die von klassischen Ordnungsvorstellungen abweichen, beziehungsweise von denjenigen, die bislang von den klassischen Ordnungsvorstellungen der westlichen Moderne benachteiligt wurden. Das gilt für Frauen und das gilt, ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, in der Schule für Kinder mit Behinderungen, und es trägt auch das ganze pädagogische Konzept, dass Kinder mit Benachteiligungen einen individuellen Nachteilsausgleich in der Schule bekommen.
So, meine Damen und Herren, damit sind wir im Grunde im Zentrum dessen, was ich also als Kultur der Inklusion bezeichne. Und das hat zwei Aspekte, die ich gerade schon angesprochen habe, aber nochmal herausstellen möchte. Nämlich erstens Antidiskriminierung. Das heißt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 fällt unter Antidiskriminierung oder aber auf der gesellschaftlichen Ebene mittlerweile die vielfachen Aktivitäten, beispielsweise im Profifußball mit den großen Kampagnen in den Stadien gegen Fremdenfeindlichkeit oder gegen Homophobie. Also Antidiskriminierung ist das eine. Das ist das, was ich mit Anerkennung von Diversität bezeichnen würde. Das ist die eine Seite Antidiskriminierung. Und das andere ist die programmatische Gleichstellung, wie sie insbesondere, ich will das als Beispiel nennen, weil wir vorhin der Frage der Geschlechterordnung schon sprachen. Gleichstellung, wie sie sich zweitens vor allen Dingen im Gender Mainstreaming niederschlägt. Auch das ist etwas, eine Riesenkarriere erlebt, in den 80er Jahren auf der ersten Weltfrauenkonferenz in Peking begonnen. Wenn Sie in den 80er Jahren so einen Begriff wie Gender Mainstreaming aufgebracht hätten, hätten Sie damit in Deutschland keinen Blumentopf gewonnen. Heute ist Gender Mainstreaming eine politisch fest verortete Querschnittsaufgabe, die auf die Gleichstellung der Geschlechter, die programmatische und proaktive Gleichstellung der Geschlechter zielt, um Gleichheit in der Verteilung der Geschlechter mit bestimmten Abweichungen, man sagt nicht 50%, sondern 40% oder so, also es gibt gewisse Toleranzabweichungen, aber die Vorstellung innerhalb dieser Grenzen Gleichheit herzustellen. Beispiel dafür sind die Frauenquote für Aufsichtsräte oder die Frauenprofessuren, die das BMBF auslobt. Die Konsequenz davon ist beispielsweise also ein Aufsichtsratsmandat für Frauen oder eine Frauenprofessur. Die bekommt, wenn ich das etwas zuspitzen darf, obsiegt dann eine kinderlose Unternehmertochter aus München-Bogenhausen gegen einen vierfachen Familienvater mit Migrationshintergrund aus Berlin-Neukölln. Was dahinter steckt, ist, dass wir verschiedene Kategorien von gesellschaftlicher Verschiedenheit haben. Geschlecht ist das eine, ethnische Herkunft ist eine, soziale Herkunft ist eines, Familienstand, Kinderzahl ist ein anderes. Aber in dem Fall sehen wir, dass es unterschiedliche Kriterien von Ungleichheit gibt, aber dass es eine Frage der politischen Aushandlung, Sie können sagen, eine Machtfrage ist, welches Kriterium jetzt als ausgleichsbedürftig angesehen wird. Und in dem Fall ist es die Kategorie Geschlecht. Und es zeigt aber zugleich, gerade dieses Beispiel, was ich gerade nannte, zeigt, dass diese Fragen der Kultur der Inklusion jetzt nicht so einfach sozusagen toleranzpolitisch von der Hand gehen, sondern mit sehr klaren Machtfragen verbunden sind. In dem Zusammenhang interessant ist ein Werbespot der Aktion Mensch, ganz witziger Werbespot, wenn man sich den anguckt, wo so Strichmännchen durch die Gegend laufen. Gegendlaufen ist sehr sympathisch gemacht. Und da gibt es eine interessante Ausnahme dabei, eine interessante Aussage dabei, nämlich die Aussage, Inklusion ist, ich zitiere, wenn Ausnahmen zur Regel werden. Und das finde ich einen interessanten Satz, wenn Ausnahmen zur Regel werden, spielt natürlich mit den Begriffen zur Regel, das kann heißen Normalität, es kann aber auch heißen zur Norm, zur neuen Norm werden. Und damit, meine Damen und Herren, ziele ich auf meine These über die Kultur der Inklusion hin. Ich würde nämlich sagen, wenn wir sagen, Anerkennung von Diversität und Gleichstellung, dann steckt eine Form von Ambivalenz, eine Form von Doppelgesicht dieser Kultur der Inklusion dahinter. Auf der einen Seite, wenn ich das jetzt etwas bewertend sagen darf, ein enormer Zugewinn an Toleranz, an Offenheit, an Zugewandtheit. Also ich glaube, ein Homosexueller lebt heute in Deutschland sehr viel besser als vor 25 Jahren, nur zum Beispiel. Also ein enormer Gewinn an Toleranz, Offenheit und Zugewandtheit und zugleich aber auch ideologische Züge, massive ideologische Züge, eine neue Welt nach dem eigenen Bilde zu modellieren.
Sie können das zum Beispiel in der Familienpolitik beobachten, wo es eine deutliche Umschwenkung der Familienpolitik gegeben hat, zugunsten der Förderung eines bestimmten Familienmodells, nämlich möglichst der Förderung des Familienmodells von zwei vollerwerbstätigen Eltern, die für ein Kind, die nach der Geburt eines Kindes die Berufstätigkeit der Frau maximal ein Jahr unterbrechen. Sie können soziologisch sehr deutlich feststellen, dass es in der Gesellschaft eine starke Tendenz gibt, hin zu Familienformen von einer Vollzeiterwerbstätigkeit und Kombination von Vollzeit und Teilzeit und längeren Phasen des beruflichen Aussetzens gegenüber der politischen Förderung des Modells der beiden Vollzeiterwerbstätigkeiten. Das aber nur am Rande. Was ich damit sagen will, ist, was wir auf verschiedenen Ebenen dieser Politik der Gleichstellung beobachten, ist die Idee, die Welt nach dem eigenen Bilde zu modellieren. Das ist das, was Friedrich von Hayek als Anmaßung von Wissen bezeichnet hätte, im Gegensatz zu Piecemeal Engineering mit Karl Popper gesprochen oder Selbstverantwortung. So, und was heißt das jetzt, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss, für die Gegenwart und für die Zukunft des Liberalismus? Das 2009 hat die FDP, wie viel waren es, 14,6% bei der Bundestagswahl gewonnen. Ja, und ich würde auch dazu sagen, das ist nicht nur ein billiger Trick, um die These zu retten, würde auch dazu sagen, dass sich diese Tendenzwende kulturell oder politisch-kulturell erst mit Verzögerung bemerkbar gemacht hat. 2008 markiert, ich sage es sehr pauschal, das Ende der neoliberalen Ära. Heute redet man nicht mehr von der unternehmerischen Universität und Studiengebühren sind flächendeckend rückabgewickelt worden. Und an den Debatten, gerade über das Buch von Thomas Piketty, merken Sie, dass mit erheblicher Vehemenz die makroökonomischen Debatten wieder zurückkommen. Und was heute in den Feuilletons oder im Wirtschaftsteil der FAZ diskutiert wird, stellt morgen den Rahmen wirtschaftspolitischer Entscheidungen dar. Sie können das aber ganz ähnlich auch auf der Ebene der Europäischen Währungsunion sehen, wo sich die Währungsunion von Maastricht als Selbstverantwortungsgemeinschaft hin zu einer Haftungsgemeinschaft im Sinne der europäischen Rettungspolitik verschoben hat. Das heißt, meine erste These, politisch-kulturelle Tendenzwende, der Liberalismus schwimmt nicht auf der Welle des politisch-kulturellen Mainstream. Das ist meine erste These. Stattdessen hat sich, wie gesagt, eine neue Leitkultur herausgebildet, die Kultur der Inklusion. Und was heißt die für den Liberalismus? Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite entsprechend zunehmende Offenheit und Toleranz. Klar, das sind eigentlich urliberale Argumente. Das heißt, es gibt in der Kultur der Inklusion einen urliberalen Grundstrom, der kompatibel mit dem Liberalismus ist und der Vorstellung von selbstverantworteter Bürgergesellschaft im Sinne nochmal von Toleranz und Offenheit. Zugleich gibt es in dieser Kultur der Inklusion, aus der neuen Leitkultur, erhebliche Elemente von staatlicher Regulierung und Ideologie, die liberalen Vorstellungen eigentlich deutlich widersprechen, Vorstellungen von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung deutlich widersprechen. Dahinter steht, meine Damen und Herren, wie ich sagen würde, ein Wandel des Freiheitsverständnisses, der sich in zwei Begriffen niederschlägt, die ich heute Abend immer schon verwendet habe, ich weiß gar nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Der Wandel des Freiheitsverständnisses dokumentiert sich, wie ich finde, im Wandel der Begriffe von Gleichberechtigung hin zu Gleichstellung. Gleichstellung ist ein Begriff, überall gibt es Gleichstellungsbeauftragte, der in der Zwischenzeit gar nicht mehr diskutiert wird. Aber wenn man darüber nachdenkt, macht das ja einen erheblichen Unterschied. Gleichberechtigung bedeutet, Voraussetzungen zu schaffen. Gleichberechtigung war die Idee der Bildungsreformen der 60er Jahre, möglichst Chancengleichheit zu schaffen, Voraussetzungen zu schaffen, bei denen immer klar ist, dass sie unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen werden. Gleichstellung heißt aber, gleiche Ergebnisse hervorzubringen, heißt auch Ergebnisgleichheit zu zielen. Das ist nicht zuletzt die Idee, die hinter Quoten steckt. So, wenn ich das jetzt sage, weiß ich nicht, wie Sie reagieren, was Sie jetzt denken. Sie sind ja alle sehr zivilisierte Menschen. Ich habe schon erlebt, wenn ich solche Gedanken vortrage, kommt man ganz schnell an die Grenzen des Konsenses. Und interessanterweise jetzt habe ich kürzlich an der Universität in Münster diese Gedanken vorgetragen. Die erste Frage, die kam, ist das nicht AfD, was Sie da sagen?
Ja, Sie lachen, aber ich fand das interessant, weil ich glaube, dass das ganz signifikant ist. Weil das, was ich gerade gesagt habe über diese Kultur der Inklusion, glaube ich, die Abbruchkante des politisch-kulturellen Konsenses markiert. Eine Abbruchkante des politisch-kulturellen Konsenses, den die AfD besetzt. Ich rede jetzt nicht von all diesen, von diesen linksnostalgischen und diesen fremdenfeindlichen Strömungen innerhalb der AfD. Ich rede auch nicht über die AfD an sich, aber über, sagen wir mal, über die Projektionen, die auf die AfD geworfen werden, die auf die AfD zielen. Die AfD hat diese Abbruchkante des politischen Konsenses, zumindest qua Projektion, besetzt. Und diese Abbruchkante des politischen Konsenses bezeichnet das, was die Politikwissenschaftler als Cleavage bezeichnen würde, also wie gesagt, so ein Riss, wo sich unterschiedliche politische Gruppierungen kristallisieren können. Es sind diese Cleavages, an denen sich neue, diese Abbruchkanten des politischen Konsenses, an denen sich politische Parteien kristallisieren können, vor allem kleinere politische Parteien. Die Grünen in den 80ern haben sich an der Abbruchkante kristallisiert, dass sie die wachstumsorientierte Industriegesellschaft in Frage gestellt haben. Die Linke hat den antikommunistischen, antitotalitären Grundkonsens in Frage gestellt und die Grünen haben den und die AfD hat jetzt den europapolitischen Grundkonsens und diesen Grundkonsens der Kultur, der Inklusion besetzt. Das kommt bei der AfD so etwas tumbe als Genderismus rüber, wenn, oder wird bei der AfD so etwas tumbe als Genderismus bezeichnet, aber es artikuliert ein Unbehagen mit dem Mainstream, mit dem Generalkonsens, der sich auch liberal formulieren ließe, im Sinne von Chancengerechtigkeit und Selbstverantwortung, statt der staatlichen oder staatsinterventionistischen Formung der Gesellschaft. Das heißt, meine Damen und Herren, um die Schlussfolgerung noch einmal auf die zwei Thesen zu bringen, die ich versucht habe, Ihnen vorzustellen. Der Liberalismus, liberale Vorstellungen schwimmen zurzeit nicht auf der Welle des Mainstream der politischen Kultur. Und zugleich würde ich sagen, dass über Gender Mainstreaming hinaus die Frage, die Grenzen des Konsenses und die Infragestellung, das Unbehagen mit den Grenzen des Konsenses eine Chance der Profilierung für den Liberalismus darstellen können, wo die Kultur der Inklusion zur Ideologie wird und wo liberale Vorstellungen diesen Grundkonsens, wenn sie liberal formuliert werden, kritisch aufgreifen können und wie gesagt, dort eine Möglichkeit der gesellschaftlich-politischen Profilierung erkennen könnten. Jetzt habe ich mich aber schon ziemlich weit auf das politische Feld vorgewagt, aber ich hoffe, dass Sie das auch erwartet haben und mir nachsehen, wenn ich als Wissenschaftler mir erlaubt habe, wie gesagt, mich so weit vorzuwagen. Das jedenfalls wollte ich Ihnen gerne aus meiner Warte als Überlegungen über die Kultur der Inklusion vorstellen und bedanke mich schon mal sehr für Ihre Aufmerksamkeit.